Mein Name ist Mario Schmidt, ich bin Ziegler, bin von meiner Ausbildung her Landschaftsarchitekt und über die Beziehung zu meiner Frau und über die Liebe zum Material zu dieser Arbeit gekommen. Mein Name ist Sarah Falkinger, ich bin Keramikerin und teile mit meinem Mann gemeinsam die Leidenschaft für Baukultur und Baudenkmalpflege. Was ich hier habe, ist Lehm. Ein natürlicher Rohstoff, der so gut wie überall vorkommt, setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Korngrößen, Sand, Schluff und Ton und ist ein Rohstoff für jeden Ziegel. Hier daneben habe ich ein Ziegelmodel. Gibt es unterschiedliche Modelle aus historischer Sicht, aus Stahl, aber auch aus Holz. Hier ist ein Holzmodel. Ich bereite das Model jetzt vor, damit es dann, damit der Lehm später in Form gebracht wird. Dazu muss ich es befeuchten mit Wasser und dann sandeln. Daher kennt man auch den Begriff des Sandlers. Das ist einfacher Quarzsand und ist sozusagen das Trennmittel, damit sich der Lehm schön aus der Model löst. Die Model ist jetzt vorbereitet und ich gebe sie weiter an die Sarah. Dankeschön. Um einen Ziegel zu schlagen, muss ich mir den Lehm in die richtige Konsistenz kneten. Das heißt, er sollte relativ weich sein, damit ich ihn mit möglichst wenig Kraftaufwand in Form bringen kann. So. Ich nehme die gesandelte Form, den vorbereiteten Lehmhubel, schlage ihn in Form und jetzt kommt der Ziegelschlag. Mit diesem Schlag wird der Lehm in die Ecken des Models gedrückt und der Lehm gleichzeitig auch verdichtet. Um den überschüssigen Lehm abzuschneiden, verwende ich ein Instrument, das nennt sich Töpferharfe oder Hafnergeige. Und mit dem schneide ich mir den überflüssigen Lehm weg und kann den Ziegel aus dem Model klopfen. So, wunderbar. Die Sarah hat den Ziegel jetzt in Form gebracht. Das ist jetzt sozusagen ein Rohling, so nennen wir das. Und der wird jetzt unter natürlichen Bedingungen mehrere Wochen trocknen. Und bei unserem Lehm ist es so, dass sich der Ziegel dann im Brennen auch farblich verändert. Er wird natürlich fester, aber er verändert sich auch farblich. Da gibt es diesen Farbumschlag und dann wird es eben dieses klassische Ziegelrot, das wir alle kennen, schätzen und lieben. Wir produzieren nicht nur Mauerziegel, sondern auch Bodenziegel. Hier sieht man eben den fertigen Mauerziegel und dann einen Ausschnitt der Produkte, die wir in der Ziegelei Falkinger machen. Einen Schmuckfußboden, etwas sehr Traditionelles, ein Rosenspitz nennt sich dieses Verlegemuster. Und hier unterschiedliche Formate, wobei das Spannende ist, dass über den Brennvorgang auch noch einmal in der Farbgebung etwas möglich ist. Hier wurde mit sehr wenig Sauerstoff gebrannt und dann verfärbt sich dieser Ziegel eben schwarz, aber ist eigentlich der gleiche Rohstoff wie hier beim Rotgebrannten. Und was man hier vielleicht noch sieht, vielleicht die unterschiedlichen Formate in unterschiedlichen Dicken auch. Klassisch ist es bei uns, dass wir 2,5 cm dicke Platten machen, das ist etwas sehr Dünnes. Oder hier sehen Sie etwas mit einer abgerundeten Kante für eine Fensterbank oder für eine Stufe. Das alles produzieren wir natürlich von Hand.